Be cool. Wahoo. Strava. Leute, Be Cool Software, ihr habt danach gefragt. Ingo nutzt Zwift, hat Videos gemacht. Dan nutzt Be Cool, hat noch kein Video gemacht. Das ist das Video. Wie nutze ich die Software Be Cool mit einem smarten Indoor-Trainer? Ja, welches Setup benutze ich, bevor es losgeht? Die wichtigste Sache, die ihr braucht, um Be Cool als Software laufen zu lassen, ist natürlich irgendwie ein Laptop, ein Rechner oder meine Empfehlung, ein iPad, was ich hier auch nutze. Ihr werdet gleich sehen, die Software, die auf dem iPad läuft, die spiegel ich via Apple TV auf den großen Monitor. Das müsst ihr nicht machen. Theoretisch würde auch euer Handy gehen als Anzeigegerät oder eben euer Laptop. Und natürlich braucht ihr einen Smart Trainer. Ein Smart Trainer kann von Wahoo sein, kann von Elite sein, kann was weiß ich für eine Firma sein. Sogar eine Wattmesskurbel würde reichen, um die Software benutzen zu können. Hier in diesem Video seht ihr das Wahoo Kickerbike. Zusammengefasst in diesem Video, es geht um die Softwareplattform Be Cool. Gekoppelt und angesteuert ist die ganze Sache mit einem Kickerbike aus dem Hause Wahoo. Und für viele Leute ist das nochmal interessant, habe ich jetzt so eine virtuelle Radfahrt gemacht. Ich möchte die gerne hochladen und zwar zeige ich es euch zu Strava. Eine kleine Sache als Upgrade noch, der Tisch hier, wo ich meine ganzen Sachen, meine Utensilien habe, die ich für den Pfad brauche, die finde ich hier nicht so praktisch und so handy. Ihr könnt natürlich auch einen Notenständer nehmen und ein iPad dahin machen. Ich werde euch was zeigen, was ich favorisiere. Ja, das ist dieser kleine Zubehörtisch von Wahoo, den ich unheimlich praktisch finde. Der Preis ist zwar eine Katastrophe, aber er ist mega praktisch und ich werde ihn deswegen jetzt benutzen. Ja, ihr habt gesehen, ich habe hier alles das, was ich jetzt hier für diese geplante anderthalb Stunden vor mir haben will. Ich will doch tatsächlich auch was trinken. Das iPad ist hier, die Fernbedienung für den Apple TV, die Fernbedienung für den Fernseher und irgendwie das Handy. Ist vielleicht auch noch ganz gut. Die GoPro ist natürlich totaler Quatsch, aber die habe ich zur Sicherheit hier. Dann ziehe ich mich jetzt mal um. So Leute, ich sitze jetzt auf dem Kickerbike und bevor es losgeht, würde ich euch gerne die laufende Software zeigen. Ich habe die Software Be Cool auf dem iPad gestartet, keinerlei Netzwerkanbindung, einfach über WLAN gekoppelt. Und das Bild für euch zum Verständnis, das ist jetzt genau auf diesen großen Monitor da hinten gespiegelt. Also was ich hier mache, seht ihr auch auf dem Monitor. So, wenn ihr die Software jetzt gestartet habt, was ihr hier seht, ist zum Beispiel, was gibt es gerade für Live-Sessions? Also was fahren andere User gerade? Dann gibt es hier vorgeschlagene Strecken, zum Beispiel in Frankreich, Col de Galibier, wer das fahren will. Oder jetzt hier zum Beispiel irgendwas in Ecuador oder in Italien, der Etna. Ganz wichtig für diese Session ist hier unten der letzte Punkt, programmiert. Da seht ihr, was ich mir programmiert habe, was ich denn fahren will. Also ganz, ganz wichtige Funktion. Ihr startet die Software und ihr findet eure eigene Strecke nicht. Das ist sehr schlecht programmiert. Ich hätte das an erste Stelle gesetzt, aber nun gut. Also blättert ganz nach unten, einfach nach oben schieben hier. Dann kommt ihr zu dem unteren Punkt programmiert. Und hier seht ihr, ich habe mir programmiert, dass ich euch jetzt zeige, wie fährt man Alpe d'Huez hoch. Also 12 Kilometer mit 1067 Meter Elevation und durchschnittlich 13%. Wenn ihr die Session ausgewählt habt, habt ihr hier noch so ein paar kleine Eckpunkte. Ihr seht, das ist die Steigung, die euch erwartet. Und eigentlich bräuchte ich jetzt nur auf diesen Pfeil gehen und dann komme ich in die Aufwärmphase. Jetzt seht ihr oben rechts im Rand 9 Minuten und 54 Aufwärmphase. Kann ich das jetzt einfach unterbrechen, indem ich aufhöre zu treten? Ich habe aufgehört zu treten und ihr seht, hier läuft ein Countdown. Noch 3 Sekunden bis zum Start, noch 2, 1 und los geht die Chose. Und jetzt wundert ihr euch, dass das alles computeranimiert ist. Und da sind so Geister, diese blauen, die da mit mir rumfahren. Die sind jetzt erstmal völlig zu ignorieren. Das sind also keine echten Fahrradfahrer, die auch mit mir fahren. Ich bin jetzt hier mit dem Batman-Design unterwegs. Und ihr seht, das ist eine computeranimierte
Landschaft. Mir persönlich gefällt die gar nicht. Und wenn ich die einfach umblättern will, und das ist die Funktion, ihr wischt einfach von rechts nach links über dieses Tablet und dann kommt ihr in eine andere Darstellung. Das mache ich jetzt, indem ich so wische. Und dann seht ihr das Bild, was jemand vor Ort aufgenommen hat. Also kein, logischerweise kein Live-Bild, aber was mal jemand, der Alpe d'Huez live hochgefahren ist, auch wirklich gefilmt hat. Und natürlich seht ihr das auf dem großen Monitor genauso. Ja, bedauerlicherweise geht es auch gleich los mit 8% Steigung hier unten rechts. 8,5% sind aktuell, die ich fahre. Und an dem nächsten Strich der Balken, der hier ist, in 16 Meter wird es noch steiler auf 9,7. Und da seht ihr die Wattzahl, die ich aktuell trete. So, was auch eine schöne Abwechslung ist, ich muss mal gucken, dass ich bei 200 Watt noch reden kann. Wenn ich hier blätter, dann kriege ich eine Kartenansicht. Die finde ich nämlich auch richtig toll. Ja, und diese Kartenansicht finde ich deswegen so gut, wenn ich mal kein Video fahre, dass ich dann im Prinzip einfach eine Strecke, die ich als GPX-Datei hochlade, die einfach nachfahre. Also ihr seht, aktuell trete ich 11,7%. Ich würde jetzt mal switchen in die Videoansicht und dann fahre ich erstmal ein kleines bisschen. Gut, kurzer Zwischenstand. Das Schwitzen lässt sich nicht vermeiden. Ich bin 2,58 Kilometer unterwegs von insgesamt, glaube ich, 13. Ich habe noch 9,7 Kilometer. Ihr seht die Zeit. Ich bin 17 Minuten unterwegs. Und wenn ich so langsam weiterfahre, brauche ich noch 59 Minuten. Dann acker ich mal weiter. Und ihr seht, ich mag diese Ansicht unheimlich gerne, denn das ist genau mein Style. Ich habe hier die topografischen Linien. Da, wo das weiße Dreieck ist, da befinde ich mich gerade und fahre jetzt hier die Serpentinen demnächst hoch. Er kündigt auch schon an. Ich fahre kuschelige 6,7% gerade, aber da kommen 12 in der Kurve. Und ich sehe also, welche Kurven noch vor mir sind. Und ich kann ja wieder, wenn mir das nicht gefällt, umblättern zu dem richtigen Video. Und jetzt sieht man sogar, die Kamera schwenkt natürlich in der Kurve mit. Wenn ich schneller fahren würde, würde das Video auch noch flüssiger ablaufen. Aber das kann ich einfach nicht. Dann würde ich euch noch eine Zusatzfunktion zeigen. Wenn ich nur das Videobild haben will, zum Beispiel diese Linie, diese Steigung, wo ich mich befinde. Da guck, da ist eine Baustelle. Auch ganz niedlich, jetzt fahren wir mal vorbei. Und wenn ich jetzt diese Höhenlinie nicht haben will, brauche ich nur nach unten swipen. Und das mache ich mal, dann blendet sich diese Linie aus. Und schon habe ich mehr Platz für mein Video. Wenn mir das hier unten alles viel zu viel ist, ich bin auch viel zu schnell unterwegs, aber das geschenkt jetzt, wenn ich diese Linie hier unten alles nicht haben will, ich wische wieder von oben nach unten und dann habe ich relativ cleanes Video. Ich will wieder wechseln zu einer anderen Anstellung, wechsle ich wieder dahin oder zurück ins Video. Und Leute, das ist mein Style. Mal habe ich ein schönes Video, gucke mir die Landschaft an und mal gucke ich mir die Serpentinen an, schön topografisch. Und wenn ich das eingeblendet haben will, was fahre ich denn gerade? Einfach von unten nach oben wischen und dann seht ihr, ich bemühe mich zumindest für euch. Und das ist auch das Schöne am Indoor. Ihr könnt ja auch einfach die Hände vom Lenker nehmen und mal kurz den Schweiß abwischen. Und ihr braucht halt auf gar keinen Fall, und das könnt ihr ja in der echten Welt nicht, es sei denn, ihr seid Peter Sagan und Handtuch einfach hier drauf schmeißen oder wieder, wenn es entspannt ist, auch mit beiden Händen eine Trinkflasche nehmen und eben einfach hier vorne wieder hin. Die Halbzeit nähert sich. Ihr seht links, ich habe 6,1 Kilometer und muss noch 6,2. Und das heißt, bei 6,15 ist die Mitte erreicht. Noch 40 Meter und dann seht ihr beide Zahlen, was ich hinter mir habe und das, was ich noch fahren muss, das wird sich gleich decken. So, und zwar jetzt gleich haben wir es. Das ist die Mitte. Naja, und ihr seht,
Ich habe genau 40 Minuten gebraucht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Dan, das fällt hier unten mit der Steigerung, finde ich ziemlich spannend. Das heißt, hier oben die visuelle Anzeige, die Meter, die runtergefahren werden, und hier der nächste Sprung von 10,4 auf 8,8. Ist das richtig? Das ist richtig. Das heißt, ich kann mich gleich wieder hinsetzen vom Wiegetritt. Du siehst, gleich springt es auf ein flacheres Stück von 10,4. Jetzt habe ich 8,8. Für 113 Meter runtergezählt. Hier oben nochmal visuell. Genau. Und das ist der nächste Sprung. Das, diese gestrichelte Linie ist 11,1. Genau. Immer da, wo die nächste gestrichelte vertikale Linie kommt, kommt eine Änderung der Steigung. Das heißt, jetzt genau in 70 Metern geht es auf 11,1. Wir gehen auf jeden Fall gleich erstmal schön lecker essen. Du machst ja noch ein bisschen weiter. Bei 12,4% wird es auch schon ein bisschen dünner mit dem Kommentieren. Ich mach's kurz. Noch 40 Meter, dann sind es 11,7. Ich habe jetzt 9,4 Kilometer hinter mir. Was jetzt cool ist, ist, ich zeige es euch, wenn ihr jetzt mal auf die Kartenansicht wechselt, ich wechsle das für euch, dann seht ihr, das Ziel ist schon in Sicht. Das heißt, ihr seht, da ist das Ziel, und irgendwie finde ich es ja cool. Eine Kehre, da die zweite, die dritte, noch vier Kehren und dann bin ich im Ziel für die restlichen 2,8 Kilometer. Das heißt, die Vorfreude steigt, und das ist ein Killer-Feature, das möchte ich überhaupt nicht missen. Dieses Blättern, Ansichtskarte, wann bin ich da und wie sieht es aktuell da aus. Dann heißt es zusammenreißen, noch 2,7 Kilometer. So, ihr könnt sehen, ich nähere mich dem letzten Kilometer. Ist kein Teufelslappen hingehängt worden. Aber noch ein Kilometer. Ich blätter mal auf die Kartenansicht. Ihr seht, eine Kurve noch und dann da ist das Ziel. Und oh, es geht mir auf 6%. Und ich kann jetzt sagen, dann genieße ich nur noch das Bild und freue mich auf die letzten 1000 Meter. Auf geht's. Das finde ich so geil. Das macht mir so viel Spaß. Auch wenn das Bild jetzt ruckelig ist, das liegt daran, dass ich nicht besonders schnell bin. Würde ich schneller fahren, ist das Video natürlich auch ruckelfreier. Hier nochmal für euch. Da bin ich und gleich ist das Ziel da. Wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr sogar gleich hier ein Banner sehen. Da ist das Banner. Na gut, jetzt bin ich gleich im Ziel. 20 Meter und dann war's das. Jetzt seht ihr, ich bin jetzt angekommen, die Strecke läuft nicht mehr weiter. Er bietet mir jetzt an Ausfahren, je nachdem wie lange ich ausfahren will. Und dann höre ich einfach auf zu treten, ziehe die Bremse und dann seht ihr, was er mich fragt. So, Bremse ist gezogen. Jetzt fragt er mich, Session beenden, ja. Würdigen Sie diese Strecke. Und ganz wichtig ist, soll meine Aktivität gespeichert werden? Jawohl. Und jetzt ist die Aktivität gespeichert. So, und was jetzt im Hintergrund passiert ist, ich habe meinen Strava-Account jetzt mal damit gekoppelt. Das kann man jeweils ein- oder ausschalten. Jetzt habe ich es für euch gekoppelt und eingeschaltet. Das heißt, die Fahrt ist jetzt bei BeCool auf dem Server gespeichert, was ich getan habe. Und in den nächsten 2-3 Minuten synchronisiert sich dieser Server mit dem Server von Strava und dann ist die Fahrt auf Strava sichtbar. Ja, hier seht ihr 12,3 Kilometer, 1067 Höhenmeter. Jetzt ist die Fahrt auch bei Strava angekommen. Und da seht ihr auch, wenn ich drauf gehe, die ganzen Serpentinen. Strava-Anbindung total easy, ein Klick. Am besten auf einem Rechner mit eurem Account einloggen. Wenn ihr in eurem Account seid, geht ihr oben rechts, da steht mein Name, denn auf mein Profil. Hier heißt es bei den Verbindungen Connect mit Strava. Wenn ihr diesen Schieberegler hier das allererste Mal aktiviert, kommt der auf die Seite zu Strava und müsst
dieser Software sagen, ihr müsst euch autorisieren. Schieberegler zum ersten Mal und dann kommt dieser Prozess Autorisieren von BeCool. Ein ganz wichtiger Schritt, sonst geht's nicht. Ja Leute, in einem einzigen Video zu BeCool kann ich nicht alle Funktionen zeigen, die diese Software bietet. Es war hoffentlich ein guter Einstieg, erstmal kennenzulernen, wie sieht die Oberfläche aus, was habe ich da für Funktionen, das wird mir alles so geboten. Insbesondere diese Kartenansicht, die mein Favorit ist, wenn ich nicht nur das Video habe, sondern umswitche. Ich glaube, das ist gut rübergekommen. Es werden noch Videos kommen, wie fahre ich mit räumlich getrennten Kumpels zusammen auf BeCool. Vielleicht ist das dem einen oder anderen ein wichtiges Anliegen. Und ganz wichtig auch, ihr habt eigene Strecken geplant. Hey, wie fahre ich die denn auf BeCool nach? Das wird kommen. Und natürlich, ich drehe im Urlaub ein Video, ich lade mein eigenes Video zu BeCool und fahre mein eigenes Video nach. Auch das wird kommen. Bleibt unserem Kanal treu, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pass auf, ganz kurz muss man erklären. Du hast bla 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 bla, zack, bumm, kack, den Tisch erzählt. Und jetzt kommt ein Cut im Video und du stehst auch so mit dem Tisch jetzt hier. Not too complicated. Okay. Weißt du? Also was nicht du diesen. Könntest, wenn du dann mit dem iPad kommst, dann können wir gerne einen Cut machen und dann. Neu. Nochmal, vielleicht ist es das ja schon. Das muss ich ja noch machen. I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the